Hey Leute, es geht weiter mit Tengami, unserem neuen japanischen oder japanisch angehauchten Spiel. Und ich frage mich, was ich hier an diesem Tempel machen kann. Wenn ich da jetzt hingehe zu diesen leuchtenden Dingern, was dann passiert, probieren wir es doch mal aus. Was tut sich denn? Ach, dann kann ich umklappen. Dann geht's nach oben. Wo ist er dann? Unser Papierman. Okay. Und wenn ich hier hingehe? Komme ich dann vielleicht irgendwo hin, wo es mich auch weiterbringt? Weil das ging ja jetzt gerade irgendwie nicht. So. Wo bin ich dann? Ach, eine Tür. Ein Ring der Drehscheibe scheint zu fehlen. Ach so, na gut. Dann suchen wir den mal, den Ring. Papiermann macht sich auf den Weg. Wenn man hier diesen, dieses Dreieckteil hier irgendwie immer klicken kann, dann heißt das ja auch, dass er da auch hingeht. Sonst funktioniert das ja gar nicht. Also das heißt, da wird irgendwas sein. Schätze ich mal. Sieht gut aus. Und so eine Glocke. Kann er da überhaupt durch? Das ist ja irgendwie hier auch zu. Ach, da lässt sich aber was machen. Da passiert was. Okay. Und nochmal jetzt dongeln. Aha. Nee, dann will ich in die andere Welt, weil das ist bestimmt besser. Oh, hier waren wir aber auch noch nicht. Wo sollen wir denn jetzt hin? In die Schneewelt? Oder was? Oder in diese grüne? Ja, hier ist doch auch was. Da waren wir noch nicht. Obwohl es so aussieht wie da, wo wir angefangen haben. Aber ich glaube, wir sind hier an einem anderen Ort. Ach, da ist der Tempel dann immer links. Aber alles sieht anders aus. Oh, die Musik ist so toll. Ich schätze mal, wenn ich hier hingehe, dann fehlt der Ring immer noch. Den werden wir wohl noch finden müssen. Oh, ist das nicht eine schöne Musik? So. Und hier fehlt der... Ja, fehlt immer noch. Das bringt nichts. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen kann. Ich glaube, dass da links auch nichts ist, aber wir müssen ja mal irgendwie ein bisschen das abchecken hier. Oh, meine Katze dreht voll durch. Ich war ja am Wochenende weg. Ja, Lilly. Weil ich ja Geburtstag hatte und deswegen war ich nicht da und deswegen kamen ja auch keine Parts gerade, aber das hatte ich auch alles bei Facebook geschrieben. Und ja, und dann ist die Katze immer voll am Durchdrehen irgendwie, wenn ich wiederkomme. Na, guck mal, was wir hier haben, den Ring. Der Ring. Direkt hier. Da habe ich jetzt aber Glück, dass ich in die Winterwelt gegangen bin und den hier finde. Ja, Lilly, ist ja gut. Die hat schon Fressen bekommen und gestreichelt habe ich sie auch, aber irgendwie kann sie es nicht sein lassen, rumzujaulen. So, jetzt habe ich ihn, oder? Du hast einen Ring einer Drehscheibe gefunden. Prima. Was ist, wenn ich hier noch weiter nach links gehe? Geht das überhaupt? Nee, das Ende Gelände. Brauchen wir da ja nicht lang gehen. Dann gehen wir mal lieber wieder zurück. Er ist ja immer eher langsam am Schreiten. Von daher. Und ich will, dass die schöne Musik wiederkommt. Die war toll. Warum hat die aufgehört? Nur weil ich den Ring gefunden habe? Ich will wieder... Nur, dass es alles viel schöner klingt als... Oh, Lilly. Die dreht mir hier voll durch. Ich schmeiß hier halb alles um. Ich werde das jetzt auch nicht rausschneiden. Ist egal. Ja. So. Ach, guck mal hier. Genau, da gehen wir jetzt hin und dann klappt sich das um. Dann setzen wir den Ring ein und können auf das Dach des Tempels und haben einen wunderschönen Ausblick dann.
Ja. Ring. Ring, ring, ring. Ring, ring. Warum setzt er den jetzt nicht ein? Ach so, es geht jetzt auf. Ach, und wir brauchen jetzt noch einen. Und zwar auch aus der grünen Welt. Ich verstehe, hab das Prinzip kapiert. Okay. Gehen wir wieder zurück und dongeln nochmal an der Glocke und gehen nochmal in die grüne Welt, holen da den Ring, setzen ihn ein und so weiter und so fort. Bisher sind die Rätsel ja recht übersichtlich. Wo ist die schöne Musik hin? Sollen wir hier die Stille des Winters genießen? Soll ich auch leise sein? Wenn ich leise bin, dann hört man nur die Katze irgendwie. Das ist auch doof. So. Schade, dass man nicht laufen kann. Aber es ist halt auch so indie-mäßig halt das Spiel eigentlich nur, weil man kann zum Beispiel auch nicht die Lautstärke runter und hochdrehen und so. Das muss ich immer hinterher machen und also ein Schnickschnack. Also so viele Funktionen hat das Spiel auch einfach nicht. Kommen wir jetzt wieder in die grüne Welt oder in die normale und... oder wo? Nee, wir sind in der roten, da will ich aber nicht hin. Zack, hier will ich hin. Diesmal gehe ich mal nach rechts. Weil vielleicht ist der Ring ja hier rechts und nicht links. Einfach so. Nicht, dass ich es weiß. Ist einfach nur intuitiv. Da kann ich aber nicht runter, das... nee, nee. Dann gehen wir wieder nach links. Dann nicht. Papiermann, komm. Komm durch die Dschungelwelt. Und hol dir deinen Ring. Schön mit den Vögeln im Hintergrund. Ach, da kommt wieder Musik. Das ist gut. Das hebt gleich die Atmosphäre. Eine spannende Musik hier. Dünnene, der Papiermann kommt. Dünnene. Kann er hier außen rumgehen? Ich hoffe mal. So ganz knapp. Ach, dann geht er da lang. Na gut. Dem schönen Wasserfall im Hintergrund. Ach ja. Frag mich, ob ich das hier in meinem Leben alles so mal erleben werde. Nach Japan zu fliegen und da irgendwie alte Tempel zu sehen und China-Essen zu essen, japanisches Essen meine ich. Und ja, alles mal so ein bisschen real mit zu erleben. Wer weiß. So weh, ich krieg jetzt hier keinen Ring. Müsste aber eigentlich gehen. Ich glaube, ich kann das hier runterholen. Bestimmt. Mache ich jetzt? So, nun kommt die Katze auch noch auf meinen Schoß. Weil, ne? Katze halt, wie sie halt sind. Kann ich jetzt hier nicht? Wieso kann ich hier nicht rüber? Kann ich hier irgendwas anderes machen? Vielleicht muss ich ja nach vorne kommen. Nee. Und dahin? Also auf die untere Ebene und eher nach hinten nochmal? Sieht halt so aus, als könnte man da was machen. Das ist ja doof. Hätte ich jetzt doch auf die linke Seite gemusst, weil es ist halt immer ein bisschen blöd. Er läuft so langsam und das würde ich jetzt blöd finden, wenn ich falsch gelaufen bin. Aber man kann ja auch hier nicht irgendwie was machen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Da muss man bestimmt was machen, aber ich weiß nicht was. Warum sollte es denn sonst so weit hier gehen? Oder wir müssen hier jetzt erstmal hingehen. Auch ohne den anderen Ring. Vielleicht kann ich ja die Tür hier aufmachen, also in der grünen Welt, auch ohne einen anderen Ring zu haben oder so.
Geht die auf? Ach, die geht sogar auf. Ah, zum Heranzoomen. Alles klar, wir brauchen gar keinen anderen Ring. So, und jetzt sollen wir das so machen, wie das hier angezeigt wird. Also ein bisschen Wimmelbildartig, das sollten wir hinkriegen. Wie ist denn das hier in der Mitte? Ach so, das soll sich dann da anpassen. Damit das schön aussieht. So. Ist das schön. Und wie mache ich das jetzt hier noch schöner? So. Warte. Nicht? Oder müssen wir es insgesamt... Nee, wir können ja die Mitte nicht drehen. Von daher denke ich eher, das gehört so und... Ja. Wo fängt denn das an? Wenn man das von oben links sieht, dann müsste das eher an der Stelle sein. Aber da rückt sich das immer weg. Ich denke, uns fehlt einfach noch der mittlere Ring. Damit das Bild halt wirklich vervollständigt wird. Ja. Uns fehlt, finde ich, noch ein Ring. Oder ich täusche mich. Ich habe halt in der roten Welt jetzt auch keinen Ring gefunden. Von daher, vielleicht war da ja auch noch einer. Ich bin da nämlich nicht nach rechts. Doch, ich bin nach rechts gegangen. Da war die Glocke. Und nach links bin ich aber nicht gegangen. Vielleicht müsste man in der roten Welt nochmal nach links. Ja, das werde ich wohl ausprobieren müssen. Da komme ich nicht drum rum, glaube ich. Weil, ich glaube, so lässt sich das nicht lösen. So, bong. Zack, rote Welt. Schauen wir mal. Vielleicht kann man das Ringrätsel auch machen, selbst wenn man... Ja, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Das Ringrätsel machen, genau, wenn man hier in der roten Welt ist und dann nochmal an die Tür geht, dann ist es vielleicht auch nicht so ein Zeitverlust, jetzt hier sich herumlatsche. Aber wir müssen ja gucken, wo der ist. Ich hätte jetzt eigentlich die grüne Welt gedacht, aber naja. Hier ist jetzt bestimmt das Ende, ne? Da ist doch gar keiner mehr. Oder? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Aber vorsichtshalber probiere ich das hier auch nochmal aus. Ist hier irgendwas? Nö, ne? Nee. Nee, das war jetzt umsonst gelaufen. Schade. Aber dafür haben wir eine schöne Musik. Dim, dim. Ja, ich gehe da nochmal hin, in der roten Welt, jetzt wo wir das andere da eingesetzt hatten. Vielleicht, weiß ich nicht. Sonst muss ich nochmal in der grünen Welt nach rechts gehen. Und auch eigentlich noch in der roten Welt und gucken, ob neben der Glocke vielleicht auch nochmal was ist. So, weil wenn ich jetzt hier raufgehe, es fehlt ja einfach. Es ist ja sinnlos, hier das so zu versuchen, wenn, ja, geht halt nicht. Ach, das ist ein Ring. Ich dachte, das wäre die Vorlage. Ja, witzig. Echt gut, dann setzen wir das ein. Zack, haben wir es auch gelöst. Ja, muss ich nicht verstehen. So, was haben wir hier? Keine Ahnung.
noch irgendwas, aber dann gehe ich mal hier jetzt hin. Vielleicht haben wir dadurch ja irgendwas aktiviert oder so. Also ich dachte, das wäre die Vorlage, dass man so das machen soll. Ich glaube, da oben kann man das auch. Oder es ist nur das Wasser. Ich weiß es nicht. So, wir blättern mal um. Hat sich jetzt hier was getan, damit wenn die Glocken kommen? Ja. Und? Das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, oder? Nee. Doch? Ich habe jetzt auf Anhieb direkt die richtige Reihenfolge gemacht? Das ist ja der Hammer. Oder wie? Hab ich oder hab ich nicht? Weil die Glocken hängen da nicht mehr. Also wenn ich das jetzt geschafft habe, dann war es echt voll Glück. Ich habe einfach nur gedacht, ich mache das einfach mal so kreuz. Also ihr wisst, über Kreuz so. Bam, 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 zack, richtig. So, und? Tatsächlich! Das ist ja der Hammer, dass es geklappt hat. So, dann drehen wir das wieder um. Und jetzt kann ich hier vor die Blumentür gehen oder so. Was ist jetzt hier? Ein weiteres Rätsel? Aha. Ach, da ist ja die Blume. Okay, alles klar. Was? Unberührte... Ach, scheiße, ich hab's übersprungen. Entschuldigung. Irgendwas mit unberührte irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe aus Versehen draufgeklickt. Vielleicht kann man sich das ja noch angucken. Aber wir haben ja nicht sowas wie ein Inventar, also tut's mir leid. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich will wissen, was ich habe. Hm, das ist ja doof. Na gut, dann geh da mal hin. Ja? So, dann nehmen wir unsere schöne Blume und packen die da ran. Ich weiß auch nicht. Wir kommen ja hier ganz gut eigentlich voran. Trotz des langsamen Tempos des Spiels, was ja auch so gedacht ist. Ist ja eher so ein bisschen entspannend. Und blättern wieder um ins nächste Papierlevel. Es lädt wieder sehr lange, merke ich gerade. Aber auch diese Geduld werden wir haben. Müssen. Na, was lädt er denn jetzt alles? Oh, das Laden hat jetzt aber echt lange gedauert. So, dass ich das vermutlich jetzt gekürzt habe beim Schneiden. Für euch jetzt gerade kürzer gewesen sein als für mich. Aber naja, gut. Ich will mich hier jetzt nicht groß beklagen. Denn das sieht ja alles hier dafür auch sehr schön aus. Und soweit ich weiß, haben das auch echt nur irgendwie 2 oder 3 Männer oder so programmiert, das Spiel. Von daher soll ihnen vergeben sein. Denn das Spiel hat ja trotzdem was an sich. Ja, und dann kriegt man das vielleicht mit den Ladezeiten nicht immer gut hin oder so. Ich weiß auch nicht. Bin keine Programmiererin. Wir gehen auf jeden Fall mal hier runter mit unserem Papiermann. Schauen mal, ob wir dann hier irgendwas Neues machen können. Und wir können. Wir können uns einen Weg bauen. Gehen mal auf die Seite. Jetzt steht er da. Wo wollen wir denn hin? Gehe ich da hin erstmal und schau mal, was ich dann machen kann. Oder doch gleich da oben hin? Gehe ich gleich da oben hin.
Obwohl, wenn ich jetzt hier hingehe, will ich wissen, was sich tut. Aha. Und wenn ich da oben jetzt hingehe, was ist dann? Ach, voll schwerfällig wieder so die Treppen. Genau, Mann. Ich bin doch nur ein Papiermann. Und muss all die Treppen heraufgehen. Armer Papiermann. Wir kennen ja seine Geschichte noch nicht. Auf jeden Fall muss er sich hier alleine durchs Abenteuer schlagen. So. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, gehen wir mal nach da unten hin. Oder gehen wir doch da oben. Erstmal da hin. Erstmal den kürzeren Weg. Und wenn das halt nicht klappt, dann können wir immer noch zurück. Jetzt bin ich aber wieder... Ist doch gut, dass ich hier bin, oder? Jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite. Ist doch super. Klasse. Es sei denn, ich habe irgendwas jetzt nicht eingesammelt. Das wäre natürlich doof. Aber wir sind auf der anderen Seite. Das war doch das, was wir wollten. So, komm, Papyrus. Vielleicht sollten wir ihn Papyrus nennen. Da oben geht's jetzt nicht hin. Was ist, wenn ich da hingehe? Kommt dann wieder automatisch irgendwas zum Umklappen oder nicht? Ich finde das sehr lustig mit dem Umklappen dieser Buchfunktion. Vielleicht können wir uns ja eine Brücke bauen oder so. Da tatsächlich, da können wir doch was machen. Ja, super, dann gehst du da hin. Dann schieben wir die Wand mal eben auf. Jo. So, genau. Klasse. So, das können wir uns auch gleich runterholen hier, wenn wir schon mal dabei sind. Oder sogar noch einen. Nee, ich glaube, so ist besser. Können wir da nämlich hoch und da dann hoch und... Nee, das ist ja... Oder? Warte mal, hol ich mir den nochmal runter? Nee. War schon so ganz gut, glaube ich. Warte mal, was mache ich denn hier? Moment mal. So, und dann bin ich ja hier oben schon mal. Genau, kannst du da hingehen? Aber da wärst du da. Ich weiß denn besser. Ach, hier, da. Bist du noch ganz oben. Ist doch auch gut. Geh mal da oben hin. Und dann hier lang. Aber dann kommst du da nicht rüber. Dann bleib mal da stehen. Jetzt bin ich schon mal oben. Ja, aber hier komme ich doch dann nicht lang, oder? Ich gehe mal eben rüber auf die Seite. Vielleicht tut sich da ja dann noch ein Weg auf. So. Eher nicht so. Nee. Dann geh mal dahin. Also mal wieder gucken hier, was man am besten machen kann. Ging nicht noch einer? Aber hier, das ist doch hier der Weg. Dann kann man da lang. Dann geh mal da rüber. Ich muss ja dann eher einen runter wieder, oder? Vielleicht soll ich ja gar nicht nach oben. So, hier könnte man jetzt nämlich schön dann einfach da oben lang gehen. Stehe ich ja total falsch hier. Ist ja doof. Dann geh mal wieder hier runter. So. Nee.
Nee, da geh mal dahin. Ich baue hier noch so vor mich hin. Genau. So, bist du schon mal auf der Seite wieder. So. Wie komme ich da denn jetzt mal hoch? Jetzt bräuchte ich eine Treppe. Hä? Ist doch schon gut hier eigentlich. Ach, zum Verzweifeln. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen, oder? Hier, der Weg geht auf jeden Fall total gut rüber. Da muss es doch was geben, was mich da hinführt. Von hier aus direkt. Der hier. Aber dann brauche ich etwas... Ja, ich muss mal hier runtergehen. Vielleicht ist das hier einfach die falsche Treppe, weil sie zu schmal ist. Ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Papiermann. Es tut mir leid. Oder man muss nach ganz oben. Ja, die führt prima da hoch. Oh. Was für ein Hin und Her hier. Voll schwierig. Ich weiß auch nicht wieso. Na, das funktioniert schon mal nicht. Dann gehe ich jetzt dahin. Dann bin ich schon mal eine Ebene weiter. Ich weiß nicht, geht das? Geht das, dass ich hier... Nee, das glaube ich nicht, dass das geht. Nee. Aber ich könnte doch jetzt... Nee, kann ich nicht. Oh, Menno. Voll kompliziert hier gerade für mich. Weiß auch nicht, warum. Ja. Ich kann also nur hier irgendwie arbeiten und da ich sonst nicht weiter nach oben komme, gehe ich jetzt wieder hier lang. Muss ja irgendwie gehen. Bin ich schon mal auf der Ebene. Geht da nicht eine Ebene lang? Dann bin ich wieder da oben. Geh mal weiter hier. Muss halt da auf diese Ebene kommen und das ist irgendwie voll doof. Schwierig. Warte, da war ja noch einer. Vielleicht klappt ja auch der noch. Dass ich hier rüberkomme? Nee. Das hat auch keinen Zweck. Jetzt hänge ich hier dafür hier so lang, das ist auch irgendwie doof. Und das probiere ich immer wieder, das funktioniert nicht. Ich gehe noch mal hier rüber. Hier, das sieht doch auch gut aus. Dann bist du schon mal da oben. Aber könnte man das hier vielleicht verändern? Oder so? Aber das hat ja nicht viel damit zu tun. Aber dass man nochmal rüber kann vielleicht. Um den hier zu verändern. Mit... Der untere halt auf jeden Fall passt. Muss auf jeden Fall jetzt der Zugang geschaffen werden. Der hier. Und dass ich jetzt hier irgendwie runterkomme. Hä? Jetzt müsste ich halt hier stehen.
Dann ist es doch, wäre das doch gar nicht mehr so schwer. Hä? Geh mal hier lang. Und dann gehst du wieder dahin. Dann müssen wir uns das doch einfach nur hinbauen. Ich muss doch eigentlich nur hier warten dann. So. Oder nicht? Ach, weil ich hier nicht rüberkam. Das war das Problem. Aber ich habe das doch gerade gesehen, dass das ging. Ja, ne? Wahrscheinlich ist es zu spät. Ich nehme das hier gerade um 11 Uhr abends auf und ich weiß auch nicht. Bin verpeilt anscheinend gerade. Das ist zu doof für mich. Es klappt einfach nicht. Weil das muss doch bleiben. Gibt's denn einen Zugang von hier nach rüber? Das habe ich halt noch nicht geguckt. Warte, also wenn ich jetzt da, wo ich von hier auch rechts nicht rüberkomme, der hier, der Block. Und gibt es da einen Block, der hinführt? So ist es jetzt schön gerade, aber hier gibt es ja immer nie eine Treppe nach oben. Gibt es denn eine Treppe nach da hoch? Nee, es gibt hier nur das hier. Das ist ja auch doof. Das bringt einem ja auch nicht viel. Ich verstehe halt nicht, wie der Zugang geschaffen werden soll. Mit dieser Treppe würde das eigentlich gehen. Das heißt, ich muss hin und zurücklatschen. Weil die. Nee, aber die war zu niedrig, ne? Auf der stand ich gerade, kann das sein? So, jetzt nochmal hoch. Warte, jetzt nochmal hier rüber. Oder? Weiß ich gerade nicht. Oder ist das jetzt falsch von mir gedacht, wenn ich jetzt. Kann ich ja. Nee. Ja, aber ich war gerade auf einer höheren Treppe, ne? So. Diese hier, das ist die richtige Treppe und die meinte ich nämlich gerade, genau. Das heißt, ich muss immer hin und her laufen. Jetzt habe ich es, glaube ich, wirklich gleich. Schwierig, schwierig, scheiße. Und hier gibt es nichts, was hochführt gerade. Menno. Das heißt, ich muss noch mal ganz zurück. Ja, okay, oh, alles klar. Also, erstmal geht es jetzt hier runter. Ich will mal wissen, ob es von da irgendwas gibt, was hochführt. Damit wir das so lassen können, ist aber anscheinend nicht so, weil dann komme ich da hinten ja auch nicht weit, das bringt es ja nicht. Muss also nochmal geändert werden. Ist das der einzige Weg, der noch oben führt auf der linken Seite? Oh, ist das kompliziert. Ah. Will das jetzt aber so gerne schaffen, aber ich überziehe gerade schon wieder. Leute, ich mache das mit den Treppen das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr macht das mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.